What we have to talk about is very exciting and important. I think you'll enjoy this. Aber das Thema ist wirklich spannend und auch wichtig. Ich denke, es wird euch Freude machen. This is a friend of mine. I met him in South Africa. Das ist ein Freund von mir. Er lebt in Südafrika. He's Afrikaans. Er ist ja and he's von der Afrikaans-Bevölkerung. He's very excited about a new kind of ministry. Und er ist ganz begeistert von einer neuen Art des der Mission. He's actually working now with Adventist World Radio. Und er hat das ausgearbeitet zusammen mit Adventist World Radio. And it's going extremely well. This is him at his desk. Hier sitzt er an seinem Schreibtisch und das funktioniert wirklich toll. Pathway to Health in Phoenix here a few months ago. Das war in Phoenix, Pathway to Health. Now let me say this before I go farther. Lass mich Folgendes sagen. Adventist World Radio, we have 1,000 radio stations around the world. Adventist World Radio, das sind 1,000 Sender weltweit. We have a huge installation in Guam. We do shortwave and cover a third of the world from Guam. Guam, da gibt es eine riesige Installation, da können wir ein Viertel der Welt abdecken. And we have exciting stories that we write a newsletter every month. Und wir haben jeden Monat ein Newsletter und sind tolle Geschichten und Erfahrungen. We raise funds for different projects. Wir sammeln Spenden für verschiedene Projekte. For example, we're sending a lot of money to the MENA project for God Pods. What project? MENA? MENA. That's the Middle East Middle East Union that we just heard about. Okay, also zum Beispiel gibt es dieses God Pods Projekt in der Mittleren Osten Verband, von dem wir gerade gehört haben. Da senden wir viel Geld hin. There are lots of stories that you can get. Und da stehen viele Geschichten drin. If you go on our website awr.org, you can get them. awr.org. Also wenn ihr auf die Webseite geht awr.org, da könnt ihr die Geschichten bekommen oder awr.org. Or you can, if you want to see me later, I can give you my card and you can write down my email address and email me too. Und ihr könnt mich auch per E-Mail anschreiben. Ihr sprecht mich einfach an nach dem Vortrag und ich kann euch meine Karte geben. My email is easy. Meine E-Mail ist einfach. It's my last name, McKee, M-C-K-E-Y. Das ist mein Nachname, McKee. See, I'm half Scottish and half German. Ich bin nämlich halb deutsch und halb schottisch. I'm not sure how that works. Wie auch immer das zusammenpasst. So ist McKee, Mackay, M-C-K-E-Y-D. Yeah. That's the email, M-C-K-E-Y-D, mm-hmm. Dwayne, D. Yeah. Okay. McKee und dann das D von Dwayne. Okay. At GC. At GC. Dot Adventist.org. Punkt Adventist.org. Okay, if you forget that, see me, I'll give you a card. Yeah, jetzt, and wenn ihr es euch nicht merken email könnt. You, and you get a free email each with stories, lots and lots of stories about kommt it. Auf mich zu und dann bekommt ihr umsonst diese E-Mails mit Geschichten. Now, Kathy and I met this lady right here. Kathy und ich haben diese Dame rechts getroffen. Just about a year and four months ago, I guess. Three months ago. Das war ein Jahr und drei Monate zuvor. She lives in Victoria Falls area in Livingston on the Zambia side. Sie lebt in der Nähe der Victoria-Fälle in Livingston, dort in der Nähe. And we were supposed to organize with the Livingston pastors some meetings, the ones we just did when we had the 18,000 baptisms. Und wir waren gerade dabei, wir sollten einige Versammlungen organisieren mit den Predigern dort. Und ich hatte euch das erzählt, die Geschichte, wo es die 18.000 Taufen and gab. We always stayed in a special hotel in Livingston. Und wir hatten immer ein bestimmtes Hotel, in dem wir waren, we've in Livingston. Done lots of work there in that city. Und wir haben in dieser Stadt sehr viel It's Arbeit gemacht. It's the only city in the world that I can get in a taxi cab and most of the drivers know who I am. ist die einzige Stadt auf der ganzen Welt, wo ich ein Taxi herbeirufen kann und die meisten Fahrer kennen mich. And so we called this hotel or emailed the hotel and I called both, I guess, and emailed. There was no room. Ich habe dieses Hotel angerufen, auch E-Mails geschrieben, aber sie hatten nichts mehr frei. There was a huge convention from the government in town. Denn in der Stadt fand eine riesige Versammlung der Regierung statt. And so I looked on the internet and I found a hotel that's about, it said it was 11 kilometers from town. Und dann habe ich im Internet nach einem Hotel gesucht und habe was gefunden, das war 11 Kilometer außerhalb der Stadt. That sounded doable. Das stand, so we flew into Livingston from Lusaka. Klang nicht schlecht, also sind wir von Lusaka nach Livingston gefahren. One of our pastors took us. Einer der Prediger nahm uns mit. And he said, oh my, that's a long ways. He said, that is a long ways. Und to drive the 11 kilometers to the hotel from the airport. Yeah, yeah. That's what he said. That's what he said. Und er sagte, naja, das ist ja ganz schön weit weg, wenn ihr
vom Hotel, also wenn es 11 Kilometer ihr fahren müsst. An hour later, we were still bouncing on the worst road we had ever seen. Okay, und wir eine Stunde später waren wir immer noch unterwegs. Das war also die schlimmste Piste, die ich hier gesehen hatte. And we kept saying, why did we do this? Und wir haben uns immer wieder gefragt, warum machen wir das eigentlich? We got there and we met Antoinette. Und wir kamen schließlich dort an und trafen Antoinette. And Antoinette was a very interesting person, very kind. Und diese Antoinette war eine sehr freundliche, interessante Person. She and her husband ran this hotel. Sie war mit zusammen ihrem Mann die Hotelbesitzerin. The next morning we rode into town with them and we saw the pastors organize our meetings that we just had. This is a year ago. Das war vor einem Jahr und am Tag darauf sind wir dann mit ihr wieder in die Stadt hineingefahren. Wir trafen die Prediger, die die Versammlungen organisierten. We went back then to the hotel. Dann gingen wir wieder zurück ins Hotel. Bouncing along the road for another hour. Und dann wieder eine Stunde unterwegs auf der Hoppelstraße. The next morning we're getting ready to leave. Am nächsten Tag wollten wir abreisen. And Antoinette is sitting at the bar at the hotel. Und Antoinette sitzt an der Bar im Hotel. And she has her coffee and she's smoking a cigarette. Und sie hatte ihren Kaffee und eine Zigarette am Rauchen. And she has a Bible. Und außerdem die Bibel. You know, this doesn't go together, does it? Ja, jetzt denken wir, das passt doch nicht zusammen, oder? And we realize that Afrikaans people are not very religious usually. Und wir haben gemerkt, dass die Afrikaans-Menschen nicht sehr gläubig sind. And if they are, they're difficult to win, because then they're in the Dutch Reformed Church. Und selbst wenn sie religiös interessiert sind, kann man sie sehr schwer gewinnen, weil sie dann normalerweise in dieser holländisch reformierten Kirche sind. And so this looked very strange to see this lady sitting at the bar, smoking a cigarette with a cup of coffee, reading her Bible. Es sah also sehr, ziemlich seltsam aus, dass diese Frau dort den Kaffee in der einen hatte, die Zigarette in der anderen Hand und dann die Bibel las. And she said to Kathy, und sie sagte, she said, Kathy, I love Bible prophecy. Kathy, ich liebe einfach die biblische Prophetie. Really? Wirklich? How is that? Wie kann das sein? And as she talked, we learned something about the fact that she was taking Bible studies on the cell phone. Und als sie dann erzählte, da merkten wir, sie machte sozusagen Bibelstunden über das Handy. On audio files, listening to sermons on the cell phone, on audio files, using WhatsApp. Sie hat über WhatsApp einfach Predigten gehört. I'd never heard of that. Das hatte ich noch nie gehört. And then she said, und dann sagte sie, you know, Saturday's a right day. Is it? Saturday, Sabbath is a right day. Und dann sagte sie, Sabbat ist der richtige Tag. And really, Kathy said, yes? Und dann sagte Kathy, oh ja, and, wirklich? And she said, I asked my husband, and he said, well, I knew that. Und ich habe meinen Mann gefragt, und er hat gesagt, ja, ich werde das machen. So we began to ask her, how do you know this? Und dann haben wir ihr Fragen gestellt, ja, wie hast du das alles rausgefunden? Well, this is the story. It's kind of interesting. Und dann erzählte sie folgende Geschichte. That last year we did what? Romania, Eastern Europe for Christ, right? Am Jahr zuvor hatten wir ja, waren wir in Rumänien gewesen unter dieser, mit der Kampagne Europe for Christ. One of our attorney friends had gone to South Africa, to Namibia, and had done a camp meeting with the Afrikaans people there. One of your what? One of our friends, an attorney. Einer meiner Freunde, das war ein Anwalt, der war nach Südafrika gegangen und hatte eine Evangelisation unter den Afrikaans sprechenden gemacht. And he made friends with Neville Neveline. Und er hat sich dort anbefreundet mit einer Person. A few weeks later I asked him, I said, we need a coordinator, somebody who can organize the meetings. I'll be in Romania and you could be in Georgia. Und ein paar Wochen danach fragte ich ihn, ich brauche jemanden, der was koordiniert und organisiert, und zwar Versammlungen. And so he had to recruit some speakers, some guests, evangelists. Er brauchte also Redner und war dabei, die zu rekrutieren. And he called up Neville Neveline. Und dann rief er diesen Never Neverly an, Neville, mit dem er sich befreundet Neville hatte. Neville said, I can do that, I can come. Und der sagte dann zu und sagte, ich kann kommen. Now in parts of South Africa and parts of Namibia, teilweise in Südafrika und auch in Namibia, which used to be Southwest Africa, remember? Das war früher mal Südwestafrika. You have lots of Afrikaans farmers. Da gibt es sehr viele Afrikaans Farmer. And some of them are Adventists. Einige von denen sind Adventisten. And they live a long way from a church.
Aber sie leben weit weg von der nächsten Gemeinde. And so he started with WhatsApp on his cell phone. Also fing er an mit WhatsApp auf seinem Handy. An audio recording on the cell phone for the Sabbath school lesson. Und hat eine Audioaufnahme gemacht der Sabbatschullektion. And for a sermon. Und auch von Predigten. He started doing that with these African farmers. Und so hat er praktisch diese Afrikaans-Farmer versorgt. Er hat using damit begonnen. WhatsApp. Über WhatsApp. You guys use WhatsApp, do you? Ihr habt auch WhatsApp, oder? Yeah, you do. You do. Yeah. In America, we're kind of behind. You know, we don't do that much. Ja, in Amerika sind wir ein bisschen rückständig. Wir haben das It's nicht. It's a big deal in Africa and Europe and Asia. Yeah. So he was doing these sermons and also for church and also for Sabbath school every week for the Afrikaans farmers out in the outback. Also er hat diese Farmer versorgt mit der Sabbatschule und auch den Predigten. So he came to Georgia and preached his first evangelistic series. Und dann kam er nach Georgia und hat seine erste Evangelisation gehalten. He's flying on the plane back home. Dann flog er wieder zurück. And he says to himself, und er sagte sich, I could do evangelism on WhatsApp. Ich kann doch auch über WhatsApp Evangelisationen halten. Can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? And so he gets back home. Und dann kam er nach Hause. He contacts me and we've talked back and forth now. Und er nahm Kontakt mit mir auf und wir waren im Gespräch. And he starts sending out these files on audio WhatsApp. Und dann hat er eben diese Audiodateien verschickt über WhatsApp. He gets, what is it, Kathy? 200 and what's the group? What's the largest group you can have on WhatsApp? 256. 256 Leute können and in einer WhatsApp. So he had different groups, 256 at a time. In einer WhatsApp-Gruppe sein maximal. He knows who they are. He knows who the people are. Er hat also deswegen mehrere Gruppen, er kennt die Leute. Those are important words. He knows who they are because das war jetzt eine ganz wichtige Aussage. Er kennt diese Leute persönlich. Er hat ihr Telefonnummer und den Namen. Er ist in Kontakt mit ihnen. When we broadcast on shortwave, on FM, on DAB, we're doing that in London now. Wenn wir senden über Radiosender, DAB oder Kurzwelle oder was immer. Our challenge is knowing who they are. Dann ist unsere große Herausforderung zu wissen, wer hört eigentlich. And how many are listening. Wie viele hören und wer ist das? That's why we have this you know, the 360, the broadcast of baptism, AWR 360, to try to connect with the people. Denn unser Ziel ist ja, und das sehen wir auch in dem Motto, dieses 360 Grad und senden hin zur Taufe, wir wollen Kontakt mit den Leuten aufnehmen. But cell phone evangelism takes care of that. Aber bei der Handy-Evangelisation ist das automatisch. Think about it. Denk mal drüber nach. He just finished last month a series of meetings. Er hat gerade letzten Monat so eine Vortragsreihe beendet. On his cell phone. Auf seinem Handy. A series of meetings. Eine Vortragsreihe. A full series. Eine komplette Reihe. He makes a sermon, he cuts it up into 10-minute sound bites. Und er splittet diese Predigten auf in 10-Minuten-Teile. So you do 10 minutes and you click again to get the next 10 minutes. Man hört sich also 10 Minuten an und wenn man dann weiterhören will, klickt man nochmal. Und die Leute nehmen mit ihm Kontakt auf, schreiben kleine Textnachrichten und stellen Fragen. He had 10,000 people taking the last series of meetings. Und bei der letzten Vortragsreihe hatte er 10,000 Zuhörer. He has several helpers helping him. Das heißt, er hat einige Leute, die ihm helfen. Did you hear me? Habt ihr verstanden? You don't believe me, do you? Ihr glaubt das nicht, oder? 10,000 people. 10,000 Leute. And by the end of the series, und am Ende der Reihe, from people from every continent, da waren Leute aus jedem Kontinent. 6,000 checked they'd like to be baptized. 6,000 haben angekreuzt, ich möchte getauft werden. And keep the Sabbath and become Adventist. Ich möchte den Sabbat halten und Adventist werden. Now the next challenge is connecting them with the church. Jetzt natürlich die nächste Herausforderung ist, sie in Verbindung zu bringen mit der Gemeinde. Can you imagine the potential of this? Aber könnt ihr euch vorstellen, was für ein Potenzial da drin steckt? It is so thrilling and exciting. Das ist so spannend und begeisternd. When he first did it, when this was recorded a few months ago, was doing 3,000. Now it's 10,000. Das ist vor einigen Monaten entstanden. Da waren es erst 3,000 Zuhörer oder ja. Jetzt sind es 10,000. Sind die Victoria-Fälle in Sambia? Die größten Fälle der Welt.
quite soft. Can you turn it up a little? We're up all the way here. There we go. That's Antoinette. Das ist Antoinette. That's the Zambezi River, right above Victoria Falls. Das ist der Zambezi. Die Begegnung mit Neville. Hallo Neville. Interessanter Bus, interessante Lackierung. Christus, mein Leben. Fuhren von Sambia nach Namibia. Eine lange Fahrt, aber kurzweilig. Wüstengebiet. Well, we're having trouble with it. You get the idea. And Neveline is still, he's working very hard for us, with us, on, actually we've done training in, we've done training in Mongolia and the Philippines and Japan and India. Also Neveline arbeitet noch immer eng mit uns zusammen und wir haben auch Leute ausgebildet mit ihm in Indien, der Mongolei und zwei anderen Ländern. He's going to go to London in a couple of months and do some training there at Newbolt College. Und in einigen Monaten wird auf dem Newbolt College sein in England und auch dort Leute ausbilden. I don't know, guys, Gabriella, if you would want ever for him to come and train a group here, we would pay his expenses. Also jetzt nur als Angebot auch an Arsi, wenn ihr Interesse daran habt, auch von dem Neville ausgebildet zu werden, dann würden wir von AWR die Kosten übernehmen. You have to have the audio files in German or in French or whatever you'd want to use, and then he'll show you how to transfer those and put them on the cell phone. They're pretty easy. Und diese Audiodateien natürlich, die müssen übersetzt werden auf Deutsch. If you're used to using WhatsApp, it makes it very, very easy then. Aber wenn man WhatsApp kennt, dann ist eigentlich some people who have been very, very backward or bashful are able to do this because they don't. It's easy. You can do it from your living room or your bedroom or wherever. Ja, und das kann auch jemand machen, der nicht viel von Technik versteht oder sehr schüchtern ist. Das kann man vom Wohnzimmer aus machen. And the contact is always through the cell phone, and so you don't really have to see people. So if you're scared, you can just do it on the cell phone. Wenn du ein bisschen Angst hast vor Menschen, der Kontakt ist ja immer nur übers Handy. 3 weeks ago, I baptized Antoinette in Zambia.
Vor 3 Wochen habe ich Antoinette in Sambia getauft. She texted us this weekend. She's so excited. She's getting a new house. Her house didn't have a door on it. She was on the river and crocs, well, they could come up. I didn't get that, but sie hat uns auf jeden Fall gesagt, dass sie. She texted us. She's getting a new house. Yeah. Not far from where her camp is, and she's excited. Yeah, sie bekommt ein neues Haus und sie hat uns jetzt geschrieben am Wochenende. Well, she was running a camp in the house that she's living in right now, doesn't have a door. Okay, weil sie bisher in einem Haus oder in einem Camp gewohnt hat, da gibt's nicht immer eine Tür. And they have a little fence and right on the Zambezi, and a croc tried to come in. Ach so, sie hatte a auch crocodile. Nicht, ja, und sie hatte nicht mal einen Zaun drum um das Gelände und das war direkt am Zambezi-Fluss. Und dann kam eben mal ein Krokodil dort rein. And a lion was nearby a few days ago, and then also a hippo. So it's. Und vor ein paar Tagen war auch mal ein Löwe in der Nähe, und dann kam auch mal ein Nilpferd. The camp is, you know, it's a rustic camp on the Zambezi River, a fishing camp. Also das ist einfach eine, ja, a camp where you tent. Yeah. Das ist also rustic. Das ist eine Einrichtung, vielleicht ein Campingplatz oder so, aber der ist. Yeah, so alt, verrostet, verrottet. You know, you're like Americans. You're pretty soft. You don't understand this kind of rustic camping, but it's rustic. Ziemlich rustikal. Ihr seid wie wir Amerikaner. Wir kennen das so nicht, aber ja. Yeah. Now this is Rita. Das ist Rita. And the day that Antoinette Rita. Was baptized. Und an ihrem Tauftag. This lady shows up in the church in Pretoria. We have an Afrikaans church there. Which lady? This lady, Rita, in the center. Sie. Okay, you were just having a baptism. Yes, at the baptism. She showed up. No, the day that we had the baptism yeah. with Antoinette, ah, okay. I got a WhatsApp message from Pretoria, South Africa, yeah. saying that this lady showed up in church in Pretoria. Ah, okay. Also an dem Tag, wo no, wir. No connection. Die Taufe just hatten mit Antoinette, das war der Tag, da bekam ich eine Nachricht, dass die Rita in einer Adventgemeinde Pretoria gegangen war. Okay, she shows up and she starts talking. Notice she has jewelry on and things. She starts talking to one of the elders of the church. Mm-hmm. Und sie kam mit Schmuck und so weiter und hat sich dann mit einem Gemeindeältesten unterhalten. And she says, I have finally found the truth. Und sagt dann, endlich habe ich die Wahrheit gefunden. I have been searching for the truth for 22 years. Seit 22 Jahren bin ich auf der Suche nach der Wahrheit. And he said, what are you talking about? Und sagte, was meinen well, Sie? The Sabbath and all the things you guys believe. I want to become an Adventist. Naja, der Sabbat und alles, was ihr hier so glaubt. Ich möchte auch Adventistin werden. Really? Wirklich? Yeah, well, how did you find this out? Ja, und wie haben Sie uns gefunden? Oder wie haben Sie das rausgefunden? On the cell phone. Übers Handy. Somebody sent me these sermons and I started listening to them on the cell phone. Jemand hat mir diese Predigten geschickt auf dem Handy und dann habe ich sie mir angehört. I don't even know who sent them to me. Und ich weiß, ich habe die nicht mehr gekannt. Well, who are you? What do you do? Ja, wer sind Sie denn? Was well, machen Sie? My father is a pastor in the Dutch Reformed Church. Naja, mein Vater ist Pastor in der holländisch reformierten Kirche. But I have been unsettled about religion and about a church and a truth for 22 years. Aber ich habe da Abstand genommen und seit 22 Jahren war ich auf der Suche in Bezug she auf said, Glauben. I have two daughters and they are medical students. Das sind ihre zwei Töchter und sie sind beide Medizinstudentinnen. And we've been searching for truth. Und sie hat gesagt, wir waren auf der Suche and nach Wahrheit. And we found these sermons and we've been listening, we found truth. Und jetzt haben wir diese Predigten gefunden und uns we angehört. We want to become Seventh-day Adventists. Und das war für uns die Wahrheit, wir möchten Adventisten all werden. All from the cell phone. Alles übers Handy. She has a PhD. Sie hat einen Doktor. She has two masters. Sie hat zwei Masterabschlüsse. And she was looking for truth. Und sie suchte die Wahrheit. For 22 years. Seit 22 Jahren. Not agreeing with her father, who is a pastor in the Dutch Reformed Church. Sie war nicht einverstanden mit ihrem Vater, der eben Pastor war an der holländisch reformierten Does Kirche. Does it work? Funktioniert Does es? Does it work? Sure. Yeah. It's easy. Es ist einfach. It's very, very easy. Es ist ganz einfach. You would be surprised about people who will listen to a German series here. Und ihr würdet überrascht sein, welche Leute hier auf eine deutsche Predigtreihe dazuhören würden. We can make that happen. Und wir können das umsetzen. Amen. Amen. We'll help you do it. You can do it. You can be missionaries. Ihr könnt Missionare sein und wir werden euch dabei helfen. From all over Europe. Überall in Europa. Amen. Amen. Okay, so work with us and we'll be happy to do that. Okay, also sprecht uns an, wir arbeiten gern mit euch zusammen. I want to share just briefly a short little video and a story.
möchte euch kurz eine Geschichte und ein Video zeigen. North Korea has been in the news a lot. Nordkorea, da haben wir viel in den Nachrichten gehört. And it's been Kathy and I prayed about this. We at AWR have thought, you know, people tell us it can't be done. You can't broadcast in North Korea. Kathy und ich haben viel darüber nachgedacht und viele haben uns gesagt, in Nordkorea, da kann man nicht senden, das geht nicht. And so we started broadcasting from Guam. We're broadcasting 3 hours a day now on shortwave. Also wir haben dann begonnen, von Guam aus zu senden, they're covering North Korea. Shortwave. Also nach Korea hinein mit der Kurzwelle, now, 3 Stunden täglich. The problem is, if you're caught with a shortwave radio in North Korea, you're sent to prison. Das Problem ist, wenn man in Nordkorea erwischt wird mit einem Kurzwellenradio, landet man im Gefängnis. And so we heard BBC, British Broadcasting, you know, they figured out a way to get in from Mongolia on AM, on middle wave. Und wir haben dann herausgefunden, dass BBC, die haben irgendwie einen Weg gefunden, von der Mongolei aus über Mittelwelle zu senden. So we were right on after their program in the middle of the night about, I think, 1 a.m. Und wir haben ihr Programm verfolgt. Yeah, BBC would broadcast. The next program was our program. Aha, okay. Wir haben über Mittelwelle dann auch gesendet. Erst kam die BBC-Sendung und direkt danach kamen wir. The reason we chose that time is the most people, the security guards and the police are asleep at 1 a.m. Und diese Sendung war mitten in der Nacht um 1 Uhr und diese Zeit haben wir extra gewählt, weil dann die meisten, inklusive Polizisten und so weiter, im Bett sind und actually, schlafen. Right now we're having a little political problem because North Korea is mad that Britain is doing that and so they've closed it down for a few days until we get it going again. It's a political issue. Jetzt im Moment gibt es gerade ein bisschen Probleme, das hat politische Gründe zwischen England und Nordkorea und das hat dann einige Tage lang nicht funktioniert, die Sendungen. Now Kathy and I and our team from AWR, several of us, were there on the border at the DMZ at Christmas time. DMZ, was that? Ah, okay. Also Kathy und ich waren mal über Weihnachten dort an der Grenze in dieser demilitarisierten Zone. And we heard a story that a pastor told us. Und wir hörten eine Geschichte, die ein Prediger uns erzählte. It's an incredible story. Eine unglaubliche Geschichte. About Kim. Über Kim. Kim escaped. Kim war geflohen. You see, it's usually the ladies who escape. Wisst ihr, meistens sind es Frauen, die fliehen. Because they're able to find money on the other side when they get to China when men can't. Denn sie können Geld finden auf der anderen Seite der Grenze, nämlich in China, was Männern nicht möglich ist. And they get enough money, then they have to get to Mongolia or to one of the other neighboring countries to get to an embassy that's from South Korea who will fly them back home. Und da können sie genug Geld machen, dass sie dann zur nächsten Grenze, zum Beispiel Mongolei und so weiter, kommen können, wo sie dann eine passende Botschaft finden. And Kim was caught. Aber Kim wurde erwischt. See, she had to swim the river. They caught her and they sent her back to North Korea. Sie musste durch einen Fluss schwimmen. Sie haben sie gefangen und zurückgeschickt nach Nordkorea. And then she did it again. Und sie probierte es the river. Erneut. Sie schwamm durch den Fluss. And she found a nice Chinese family. Und sie traf auf eine liebe chinesische Familie. And she stayed in their house for 3 years. Und 3 Jahre lang wohnte sie in ihrem Haus. But they spoke Chinese. She spoke Korean. Aber sie sprachen Chinesisch und sie Koreanisch. And so she was very lonely. Sie war also sehr einsam. And they gave her a radio. Und sie gaben ihr ein Radio. And she was tuning the radio one day and she found Adventist World Radio in Korean. Und eines Tages suchte sie einen Sender und fand dann AWR auf Koreanisch. And she listened to that every day, every day, every day. Jeden Tag hörte sie diesen Sender, jeden For Tag. For 3 years. Drei Jahre. And then somehow she was caught, sent back to North Korea. 3 Jahre lang und dann wurde sie irgendwie doch wieder erwischt und zurück nach Nordkorea geschickt. If you are caught 3 times, the third time they kill you. Und es ist so, wenn man das dritte Mal erwischt wird, dann töten sie einen. And she knew it was a risk. Und sie wusste, dass es riskant, aber sie ist nochmal durch den Fluss geschwommen. And the young pastor Godwin, he told us, he said, I saw her come to my church. It was a Friday night. Und ein junger Prediger hat uns das dann erzählt, dass er an einem Freitagabend sie hereinkommen sah in die Gemeinde. Sitting in the back of the church. Und sie saß hinten in der Gemeinde. She listened to the sermon. Sie hörte die Predigt an. And then he went and sat and talked to her.
Und dann ging er zu ihr hin und unterhielt sich. Because he spoke, he was a Korean pastor. Denn er war ein koreanischer Prediger. There's a strip of land between China and North Korea where there are lots of Korean people. Und es gibt da so einen Landstrich, so einen Streifen zwischen China und Nordkorea, und da befinden sich viele Koreaner. And the first thing she said to him, das erste, was sie ihm sagte, war, she said, I want to be baptized. Ich möchte getauft werden. What? Was? No, I want to be baptized. Ja, ich möchte getauft werden. But you don't know what we believe as Seventh-day Adventists. Aber du weißt doch gar nicht, sie wissen gar nicht, was wir glauben als Adventisten. Yes, I do. You asked me. Ja, natürlich, doch, ich weiß das genau. And then she shared with him her plan. Und dann hat sie ihm ihre Pläne erzählt. The pastor told us this. Der Prediger erzählte uns. Pastor Godwin said that her plan was to escape to Mongolia. Ihr Plan war, in die Mongolei zu fliehen. Crawl through the barbed wire fences. Durch die Stacheldrahtzäune. Get to the embassy for South Korea. Und dann die südkoreanische Botschaft then zu erreichen. Then she would be flown back to South Korea. Und da würde sie dann zurückgeflogen werden nach Südkorea. And then she wanted to go to our university there, the Seventh-day Adventist school in South Korea. Und dann wollte sie in Südkorea die adventistische Universität besuchen. Now this is incredible. Listen. Und jetzt kommt das Unglaubliche. She said, "My plan is to study." Sie sagte, what we believe as Seventh-day Adventists, so I know clearly. Sie sagte, mein Plan ist es zu studieren. Ich weiß genau, was Adventisten glauben. And then I glauben. Want to swim the river again, only this time back into North Korea. Und dann möchte ich wieder durch diesen Fluss schwimmen, aber diesmal in Richtung Nordkorea. Because I want to tell my family and friends about Jesus. Denn ich möchte meiner Familie und meinen Freunden von Jesus erzählen. What a plan! Was für ein Plan! Pastor baptized her. Der Prediger taufte sie. She made her way. Und sie ging ihren Weg. To Mongolia. Ihren Weg nach to the barbed wire fences. In die Mongolei durch die Stacheldrahtzäune. Es ist Nordkorea. Where is she? What country is she in? She's in South Korea now. She's in South Korea. Sie befindet sich in Südkorea. Looking over to North Korea. Und das ist an der Grenze zu Nordkorea. '71 begann AWR. Wir senden in über 100 Sprachen auf 8. Kurzwellensender, über 1000 Ultrakurzstationen. Wir haben verschiedene Plattformen digital, übers Internet. Da gibt es keine Grenzen. Keine. $25 million in North Korea. Die Namen sind verändert der Person. Irgendwo in China.
Ich habe einen Wunsch, kannst du mich taufen? Ich habe Jesus durchs Radio kennengelernt. Executed. I don't know if you got that. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt verstanden habt. She got to the Mongolia border. Sie kam an die Grenze zur Mongolei. And actually there are 8 barbed wire fences. Und da gibt es 8 Stacheldrahtzäune. Leaving China. Wenn man auf China verlassen möchte. And the police caught her. Die Polizei erwischte sie. They sent her back to North Korea. Sie wurde zurückgeschickt nach Nordkorea. Where she was executed. Und wurde dort hingerichtet. But Kim died with this in her heart. Aber Kim starb. She told the pastor, if I die, the next thing I know, I'll see Jesus coming. Mit dem Gedanken in ihrem Herzen, wie sie es dem Prediger gesagt hatte, wenn ich sterben sollte, dann werde ich als nächstes Jesus sehen. The pastor told us, he said, my last memory of her was watching the tears run down her cheeks as she was baptized. For joy. For joy. Und der Prediger hatte uns gesagt, dass das letzte Bild, das ich von ihr noch in Erinnerung habe, war, wie nach der Taufe ihr die Tränen vor Freude rannen. Our job is to fulfill Kim's dream. Unsere Aufgabe ist es, den Traum von Kim zu verwirklichen. To tell the people of North Korea about Jesus. Und den Menschen in Nordkorea von Jesus zu erzählen. Now I'm praying. Ich bete darum, that as Trump talks to the president Kim in North Korea.
dass wenn Trump mit dem Präsidenten von Nordkorea, Kim, spricht, somehow it'll open up. Dass es zu einer Öffnung kommen wird irgendwie. And so that we can go in. So dass wir dort Zugang and finden. We can minister to them, to their needs. Und den Menschen und ihren Bedürfnissen dienen können. And I've told people, I want to buy a radio station in North Korea. Und ich sage den Leuten immer, ich möchte gerne einen Radiosender in Nordkorea kaufen. By God's grace, und mit Gottes Gnade that will happen. Wird es geschehen. There are a lot of hurting people in the world. Es gibt a lot of hurting people. So viele Menschen auf der Welt, die Schmerzen haben. Countries like in Bhutan and China and other places where we need to reach them for Jesus. Und auch andere Orte wie Bhutan und wo wir die Menschen erreichen müssen für Jesus. But by God's grace, aber durch die Gnade Gottes and with a simple cell phone, und mit einem simplen Handy, God is opening doors, öffnet Gott die Türen through the internet, durch through WhatsApp, the internet, durch das Internet, WhatsApp, WhatsApp through the WeChat in China. In China ist es WeChat. Did you know that Bhutan also uses WeChat? Und wisst ihr, in Bhutan benutzt man auch WeChat. We have a hard time broadcasting into there, so we want to broadcast to these countries through the cell phone. Und wir möchten gerne diese Länder erreichen, sozusagen senden über das Handy. What a time to be alive. In was für Zeiten wir when leben. We can more easily reach the world for Jesus. Wo wir so leicht wie nie zuvor die Welt für Jesus so erreichen let's work können. Together and pray together. Lasst uns zusammenarbeiten und beten. And make a commitment down deep in our hearts. Und tief in unserem Herzen diesen Entschluss fassen. No matter what happens, we'll be there when Jesus comes. Egal was passiert, wir werden dabei sein, wenn Jesus kommt. And from now until then, we'll do everything possible to win as many others. Und dass wir von jetzt an bis zu diesem Zeitpunkt wir alles tun werden. Our ASI ministries for all the church ministries working together. Um Menschen für Jesus zu gewinnen und dabei zusammenzuarbeiten, ASI und alle Missionswerke. I don't know about you. Ich weiß nicht, wie es euch geht. But I'm tired of this old ball of mud. Aber dieser alte Schlamm, diese alte Schlammkugel, sprich Erde. I have had enough. Ich habe genug von ihr. I want Jesus to come. Ich möchte, dass Jesus wiederkommt. Amen. 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 Amen.